Hi, willkommen zurück zu Gothic. Hier ist wieder der Matty. Ich habe mal das Licht ein bisschen hochgestellt, weil halt. So, jetzt muss ich mal eben ganz kurz gucken. Schauen auf Lamy, ist total schön. Ein Schier, das ist gut. Yo, dann sind wir alle zufrieden, ja? Wenn ihr mich nicht hören könnt, dann ist das ja ein bisschen doof. Ich weiß nicht, vielleicht findet ihr das ja gut, aber ich finde das jetzt ein bisschen... Na, dafür mache ich es ja, ne? Gehört ja so ein bisschen dazu. Guti, was machen wir denn jetzt? Jetzt gehen wir mal nach links und gehen in dieses neue, ominöse Banditenlager. Oh. Also normalerweise ist es da ja immer so, dass man da was aufs Maul kriegt. Ich glaube, heute sind die mal ein bisschen pazifistischer unterwegs. Da die Jungs. Vielleicht. Hey du, wo sollst du denn hingehen? Wo geht's hier denn hin? Hier geht's in unser Lager. Wir Räuber haben hier das Sagen und Quentin ist unser Anführer. Er kümmert sich darum, dass Ruhe im Lager herrscht. Ah. Kann ich reingehen? Klar kannst du reingehen. Einer wie du kann hier sowieso nicht viel anrichten. Ich bin Sancho. Aber pass auf, was du hier tust, ja? Ein paar von den Jungs sind richtige Mistkerle und werden ihre Freude daran haben, einem wie dir die Fresse zu polieren. Ich bin Sancho. Wie steht's? Alles ganz ruhig. Die Snapper unten bleiben schön auf Abstand und im Lager ist alles so normal wie immer. Ich bin Sancho. Ja, ist ja gut. Bevor ich's vergesse, ich bin Sancho. Wenn du ins Lager gehst, findest du am Eingang links eine Hütte. Ja? Das ist die Hütte von Skinner. Ich rate dir nur, lass ihn schlafen. Oha. Es ist besser für dich, glaub mir. Hat er mir gerade gedroht? Der kriegt noch. Ihr kriegt hier alle noch. Weil normalerweise im Spielverlauf ist es so, dass diese... Ja, yeah, das ist eigentlich nur ein Lager, da kannst du reingehen, kannst alle aushebeln und dann ist fertig. Aber... Oder ist hier überhaupt irgendwas? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich weiß, es gibt ein Banditenlager, gab es. Und... Da kannst du ein bisschen Spaß haben. Hey, Logan. Du. Logan! Was machst du hier? Ich bin der Jäger unseres Lagers. Ich sorge dafür, dass hier keiner von uns Kohldampf schieben muss. Snapperfleisch ist zwar nicht das Beste, aber besser als nichts. Können wir handeln? Kommt drauf an, was du zu bieten hast, Alter. Ja, das war wieder so ein Standard-Banditenscheiße. Den braucht kein Mensch. Ja moin, ich handel, ne? Ich könnte auch einem von den Jungs hier das Fell über die Ohren ziehen, da würde ich die gleichen Sachen kriegen. Ja, aber Hauptsache ein Shop auf, ne? Moin. It's the barn. Hey, du. Hi, wer bist du? Ich bin Esteban. Und ich sag dir was, wenn sich hier nicht bald was ändert, steht der zukünftige Anführer dieses Lagers vor dir. Das ist so bekloppt. Ich sag doch nicht einem fremden Typen, dass ich... Egal. Was stimmt nicht mit dem Lager, Mann? Ach so, das bin ja ich. Das stimmt nicht. Quentin und sein Führungsstil stimmen hier nicht, Mann. Quentin ist der Meinung, dass es das Beste wäre, wenn wir weiterhin das neue Lager unterstützen und uns an den Überfällen beteiligen, Mann. Ich sehe das anders, Mann. Und zwar... Wenn wir uns auf Dauer mit dem alten Lager verbünden würden, da wäre das mehr von Vorteil, Mann. Die Erzbarone bekommen alle ihre Waren aus der Außenwelt und wenn wir unseren Teil davon mitbekommen würden, könnten wir besser davon leben, als wir es zurzeit tun, Mann. Durch die Überfälle kommen wir zwar auch an die Waren, allerdings müssen wir die Hälfte davon an das neue Lager abgeben, Mann. Kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Ja, ich denke schon, Mann. Du müsstest dich mal ein wenig im Lager umhören, Mann. Ich muss wissen, wer hier im Lager auf wessen Seite steht, Mann. Sprich mit den Leuten und finde heraus, wer hinter mir und wer hinter Quentin steht, Mann. Sobald du jeden befragt hast, komm zu mir zurück und erzähl mir alles, Mann. Muss ich dann auch Skinner befragen? Allerdings gibt's jetzt ein Problem, Mann.
Die Leute wissen, dass wir uns unterhalten haben, Mann. Und die Leute wissen, dass ich gern die Führung des Lagers übernehmen würde, Mann. Um jeden Verdacht zu zerstreuen, wirst du dir nach unserem Gespräch eine von mir aufs Maul hauen lassen müssen, Mann. Niemand wird anschließend Verdacht schöpfen, Mann. Also mach dich auf was gefasst, Mann. Mach du dich auf was gefasst, du Arsch. So, jetzt gibt's aber erstmal Kartoffel. Was will der denn? Penner. Ich red nicht mit dir, Mann. Ich hab keinen Text, Mann. Ich hau dir aufs Maul, Mann. Der hat genug. So ungefähr? Der hat genug. War das richtig? Sachen abziehen? So. Franco. Hi. Das ist wirklich noch jemand. Was willst du? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin, Mann? Ich schwinge meine Keule. Das ist ultra beschäftigt. Wie sieht's aus, Mann? Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Du schon wieder? Hab ich dir nicht schon mal gesagt, dass du dich verpissen sollst? So. Freunde? Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. War ein guter Kampf. Aber jetzt ist gut. Mann. Der sagt sogar auch im echten Leben, Mann. Wahrscheinlich hab ich's jetzt verbuggt. Was denkst du über Esteban? Was geht dich das an? Wüsste nicht, warum ich einem Außenstehenden irgendwas sagen sollte. Also verschwinde. Ja, ja. Hey du. Senjan. Hey du, wer bist du? Weshalb habe ich dich hier noch nicht gesehen? Das ist kein Wunder, ich bin neu hier. Ach so ist das. Ja, dann solltest du aufpassen, wo du dich hier rumtreibst, ne? Es gibt Leute, die haben etwas gegen neugierige Neue, die ihre Nasen überall reinstecken. Also pass auf, was du hier tust. Zum Beispiel der Räuber. Muss ich mit dem Räuber hier auch noch reden? Hallo Räuber, bist du... Hey du. Hey du Räuber. Na? Ende. Mach Platz. Alter! Hey Mann! Lass uns den kleinen Streit vergessen, okay? Haben wir Streit gehabt? Hier, ihr habt euch also verkrümelt. Es war knapp. Die Templer der Sekte hätten uns bestimmt kalt gemacht. Ihr seid das. Den Streit vergessen wir, okay? Nächster Streit. Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gehen. Und du, Penner, hättest du jetzt die Füße still? Hey, Kumpel, ich wusste ja nicht, dass die Bruderschaft da so viel Wert drauf legt. Ich bin nicht dein Kumpel, Penner. Hoho. Wie steht's denn so? Lass mich in Ruhe, ich bin beschäftigt. Ja, ich bin gerade am Rauchen, genau. Das ist wirklich nicht mein Problem. Benötigt volle Konzentration. Ich kann gar nicht anders. Räuber, Räuber. Die haben alle keinen Namen hier. Oh Gott, ist das Skinner? In seiner Haut will ich. Der sieht ja gut aus. Hi, Skinner. Moin. Warum weckst du mich? Du hättest mich schlafen lassen sollen. Ich fürchte aber, zum Bereuen ist es jetzt zu spät, da ich dich jetzt umbringen werde. Oh moin! Kleine Überreaktion. Das ist cool. Also, wenn so umbringen geht, dann bin ich ja mehrfacher Massenmörder. Dann müsste ich jetzt eigentlich sofort ins Gefängnis. Sofort. Sollen wir den mal ein bisschen ärgern? Natürlich ärgern wir den jetzt. Das ist wirklich nicht mein. Hey Skinner! Endlich lieferst du mir. Boah, jetzt geht's aber los. Jetzt geht's aber los. Komm her, du Arsch. Erstmal abwarten. Kümmerliche Vorstellung. Ein kleiner Windstoß und der wäre auch umgefallen. Ja, das ist wirklich der Stärkste hier im Knast. Ich will gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn er mich getroffen hätte, ne? Aber, na, es ist egal. So, habe ich jetzt mit allen geredet oder ist hier noch jemand drin? Moin. Ach, der Höhlenmeister hier. Quentin. Hey, du. Ach, du bist der Chef? Hi. Ich bin der Mad Baron. Wer bist du? Ich bin Quentin, ich bin der Chef dieses Lagers und kümmere mich darum, dass hier alles glatt geht. Das ist wirklich mein Problem. Sind das nicht die Rüstungen des neuen Lagers? Klugschiss des Tages. Ich hab Gesicht. Das hast du richtig beobachtet, mein Freund. Vor ein paar Jahren haben wir dem neuen Lager angehört, allerdings ging mir der Ärger den Söldner... denn auf den Sack. Lee meinte immer, er hätte uns Banditen was zu sagen.
Weißt du, wie Banditen sind die einzigen dort, die sich gegen Gommes Leute wehren? Und die Söldner? Vor ein paar Jahren haben wir dem neuen Lager angehört. Allerdings ging mir der Ärger mit den Söldnern auf den Sack. Lee meinte, er hätte uns Banditen was zu sagen. Also habe ich die Unabhängigkeit gesucht. Ich wollte einfach für mich allein leben, weit weg von alledem. Hier in diesem Tal habe ich die Unabhängigkeit gefunden. Oh, halt. Hör mal, was ist das für eine Höhle hier? Das weiß ich nicht. Ich denke, es handelt sich hierbei möglicherweise um einen eingestürzten Minenstollen. Wenn wir den frei bekommen würden, hätten wir Erz und könnten mit den Lagern handeln. Womit handelt ihr denn zurzeit? Vor allem mit Tiertrophäen, die wir durch die Jagd erhalten. Krallen, Felle, Zähne, alles hat einen Wert. Ja, weil man damit so viel machen kann. Damit kommen wir aber zurzeit noch gut über die Runden. Wer will dann so Tierkrallen kaufen? Was machst du denn damit? Ja moin, ich kann damit mir einen Rückenkratzer bauen. Nee, hey, das ist hier der Luxusgut schlechthin im neuen Lager. Was ist das hier für ein Lager? Das hier ist das Räuberlager. Wir leben von der Jagd und von Überfällen auf das alte Lager. Ich habe vor einiger Zeit ein Bündnis mit Laris, dem Chef der Banditen des neuen Lagers, ausgehandelt, dass wir sie bei Überfällen unterstützen. Eine Hälfte der Beute kriegt das neue Lager und die andere wir. Das ist ja fair. So. Soll ich mal Quentin fragen, wie er Quentin findet? Was passiert denn dann? Explodiert dann Gothic? So, wo ist Skinner? Der muss jetzt erstmal weinen. Hi, Skinner. Oh, jetzt steht er wieder auf und will mir nochmal was aufs Maul hauen, wetten. Skinner. Ach so, er wollte sich jetzt andersrum hinlegen. Verdammt! Ach, Angst hat er! Ja, moin! Erst hat er hier einen auf dicke Hose gemacht und jetzt steht er... Nee. Ich hab Angst vor dir. Es kommt und will mich umbringen und jetzt ist er klein. Guck mal, der läuft da neben mir. Wir können jetzt theoretisch so... Pass mal auf. Na, Skinner? Immer noch so große Fresse? Nee, ne? Gut. Haben wir das geklärt. Hoffentlich suchen die mich jetzt nicht. Da oben ist noch einer. Hast du einen Namen? Ich weiß, wie ich das rausfinden kann. Ne? Ich hab jetzt keine Lust, da auf die Leiter zu... Sancho! Hey, Sancho! Was denkst du über Esteban? Hast wohl auch schon die Gerüchte gehört, wa? Ich bin Sancho. Nur mich interessiert's mich nicht, wer hier der Chef ist und wer nicht. Für mich ändert sich das hier vorne am Tor sowieso nicht. Früher oder später wird Esteban Quentin aber aus dem Weg räumen, das stimmt. Ja moin. Ich bin Sancho. Ich bin Sancho. Bin der Stärkste hier, moin. Was ist denn da oben los? Hi, wer bist du denn? Räuber! Ach, hi, Räuber! Stell mal vor, du bist in einem Videospiel und hast dann einfach nur so einen Gattungsnamen. Weiß ich nicht. Räuber. Und denkst du, ja, ich heiße aber eigentlich Chantal. Nein, der Name wird weggekürzt, jetzt steht da nur noch Räuber. Chantal gibt's hier nicht mehr. Das lässt sich nicht mehr gefallen. So. Runter, Aschbimbi. Aschbimbi auch noch. So, ich habe mit allen geredet, schräg den Rest umgebracht. Und jetzt? Senjan? Ach so. Was hältst du von Esteban? Reden wir mal über ihn, während er direkt neben dir steht. Das kann ich dir sagen, mein Freund. Esteban ist der Einzige, der den Laden schmeißen könnte. Klar, noch ist Quentin der Anführer, aber nicht mehr lange, das kann ich dir sagen. Ja. Ja. So, ich habe mit allen geredet. Ach, ist da immer noch irgendjemand? Ich habe mit Skinner nicht geredet, jetzt wo ich es sage. Ach so, er hier noch. Logan! Hey, du. Logan! Was hältst du denn von Esteban? Warum sollte ich dir was über Esteban erzählen, Mann? Du bist keiner von uns, also weiß ich auch nicht, ob man dir trauen kann. Ich mach dir einen Vorschlag. Du gehst mit mir zusammen auf die Jagd und wenn du dich als vertrauenswürdig erweist, erzähl ich dir, was du wissen sollst. Ja, komm. Lass uns jagen gehen. Gut, vorher muss ich dir noch was erzählen. Als ich das letzte Mal unten war, lief mir ein Snapper über den Weg. Ich habe ja schon viele von den Biestern gesehen, aber der... Das Vieh hatte einen eiskalten Blick, sonst würde... So als würde es keinen Moment zögern, dich in tausend Fetzen zu zerreißen. Wenn du mir hilfst, das Vieh zu erledigen, bin ich dir zu was schuldig. Ja moin, dann machen wir das. Ich liebe dieses Spiel. Es ist auch so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, das ist bestimmt relativ kompliziert, da so eine Mod zu programmieren. Ich weiß nicht, was das für eine Programmiersprache ist und selbst wenn ich es wüsste, würde es mir auch nichts sagen. Das ist wirklich nicht mal. Aber, das, also so, ist rein logisch. Zusammen auf die Jagd gehen ist für mich immer, der kommt mit. Und nicht so,
toll ein anderer macht's. Einfach sich auf den Arsch setzen und dann warten, bis der Auftrag erledigt ist. Das ist eigentlich eine ganz gute Strategie, ne? Stell mal vor, das würden alle so machen. Dann würden wir hier in Deutschland wieder was gerissen kriegen. Dann wird sich da das Rad weiter drehen, ne? Ich übersave das einfach alles mal. So, jetzt muss hier irgendwo ein Snapper sein. Der ist wahrscheinlich jetzt gespawnt. Warte mal, dieses komische Schwert da von unserem Kollegen Skinner. Ist das Stärke? Nee. Ach, es ist eine Zweihandwaffe. Der Wahnsinn. Mama, Mama, ich habe eine Zweihandwaffe. Wow. Ja, das hast du gut gemacht, klein Ludwig. Guck mal, da ist doch ein Snapper. Der ist neu. Bist du das? Hallo? Alle anderen Snapper sind tot. Dieser Snapper. Der war ja richtig... Boah. Knaller war der. Ein richtiger Knaller. Ja, dann gehen wir wieder rauf. Das ist aber auch abschüssig hier. Guckt euch das mal an. Irgendwie freue ich mich ja schon auf den zweiten Teil, muss ich sagen. Weil der zweite Teil hat meiner Meinung nach ein bisschen mehr Tiefe. Und da gibt es so viele Sachen zu entdecken, die man hier nicht entdecken kann. Ich habe viele Dinge da übrigens nicht entdeckt, weil ich zu schlecht war, um es mal ehrlich zu sagen. Ich wurde einfach nur weggehauen von allen Leuten. Das Vieh ist erledigt. Gute Arbeit, du bist ja doch zu was zu gebrauchen. Wie ich dir gesagt habe, helfe ich dir jetzt. Ich bin der Meinung, dass Esteban bald unser neuer Anführer ist. Nicht mehr lange und er wird sich gegen Quentin auflehnen. Auch wenn Quentin immer gut für uns gesorgt hat, die Zeiten ändern sich, denke ich. Mehr wolltest du nicht wissen, oder? Dann sehen wir uns im Lager. Ja, Mann. Wir sind doch im Lager. Hey, du. Ende. Muss ich noch mit Skinner reden? Mit Franco? Hab ich mit Franco schon geredet? Man muss eben aufpassen, was man arbeitet. Es ist wirklich dringend, dass ich was erfahre. So, dir ist es also wichtig, hä? Gut, ich habe einen Auftrag für dich. Ein Typ aus dem neuen Lager hat etwas sehr Wertvolles von mir gestohlen. Ich kann allerdings nicht mehr ins Lager, weil ich da vor einiger Zeit mal Ärger hatte. Also muss da jemand rein, von dem sie nicht wissen, dass er mich kennt. Du wirst das sein. Der Typ heißt Bruce und ist einer der Banditen. Damals war der Kerl mein Jagdgefährte, allerdings konnte er seine Finger nicht von meinen Sachen lassen und hat mein Amulett gestohlen. Das würde ich gern wiederhaben. Ich wette, der Mistkerl trägt das auch jetzt um den Hals und spaziert damit durchs neue Lager. Wenn du mir mein Amulett wieder beschaffst, reden wir weiter. Jetzt sieh erstmal zu, dass du mir das Ding wiederholst. Ach Kacke, jetzt müssen wir da auch noch hinlaufen. Was, Jacko? Kann ich mit Jacko reden? Hey Jack, oh, erstmal saufen hier, ne? Das ist wichtiger, als mit mir zu reden. Haben wir schon Ende. Solange ich damit nichts zu tun habe. Die kleinen bösen Männer. Ist aber schön, dass sie das mal ein bisschen mit Inhalt gefüllt haben. Und nicht so, ja, morgen gehst du rein, wirst verhauen, bringst alle um und fertig. Ja, man weiß ja theoretisch, was es ist und dass sie nicht gut auf Leute zu sprechen sind, die nicht deren Uniform tragen, wäre ja schon ein bisschen klar. Aber ich glaube, du wurdest auch vermöbelt, wenn du hier die Banditenuniform getragen hast. Also, das ist schon cool. Gut, apropos cool, ne? Bis zum nächsten Mal.